Google hat weltweit bereits 6 sogenannte Campusse. In Berlin wird der 7. Standort dieser Art eröffnet. Das ist eine Begegnungsstätte für Gründerinnen und Gründer, auch eine Art Weiterbildungszentrum, wo die Gemeinschaft der Gründerinnen und Gründer selbst und mit unserer Unterstützung natürlich Weiterbildung und Netzwerken organisiert, um eben die Chancen, die im Gründen liegen, zu fördern und zu nutzen, eben auch jetzt künftig hier in Berlin rund um Kreuzberg. Die Herausforderungen sind natürlich, dass in einer Stadt wie Berlin, die eine enorme wirtschaftliche Entwicklung in den letzten 20 Jahren hinter sich gebracht hat, die Räume knapper werden. Das heißt, es wird immer mehr Bedarf entstehen nach Gewerbeimmobilien, aber auch nach Wohnimmobilien. Die Mieten steigen relativ stark in Berlin. Und mit diesen Herausforderungen müssen sich natürlich alle Akteure in Berlin auseinandersetzen, die Stadt, die Bürgerinnen und Bürger, aber natürlich auch Unternehmen wie unseres. Also der Campus in Kreuzberg wird wie an allen Standorten von Campusen von Google weltweit wirklich angepasst an die Erfordernisse der jeweiligen Nachbarschaft, der jeweiligen Kieze. Wir sind da in Gesprächen mit vielen möglichen Partnern, um eben hier ein Angebot zu schaffen, was jetzt nicht nur für die Wirtschaft gedacht ist, nicht nur für die digitale Wirtschaft und die Startups in Kreuzberg, sondern auch für die Nachbarschaft dort vor Ort. Das ist unser Angebot sozusagen jetzt an den Kiez und wir sind da mit vielen schon im Gespräch. Und wer eine Idee hat, wie er selbst vielleicht mal gründen möchte oder wie er selbst sein eigenes Wissen um die Digitalisierung weiterbringen möchte, dann kann er sich auch gerne an uns wenden. Also die Erhöhung der Mietpreise, die haben wir alle, die wir bei Google arbeiten, natürlich auch mitbekommen. Ich lebe schon seit über 20 Jahren in Berlin und habe das natürlich mitverfolgt, dass gerade in den Stadtteilen, die näher am Stadtkern liegen, dazu zählt natürlich auch Kreuzberg, die Mieten doch relativ stark gestiegen sind. Ich glaube, das ist keine Sache, die jetzt ein einzelnes Unternehmen wie Google alleine lösen kann. Also wir sind hier wirklich mit unserem Campus eher kleines Angebot, würde ich mal sagen, was jetzt hier eine Rolle spielt. Wir haben insgesamt 25 Arbeitsplätze, die dort im Campus in Kreuzberg entstehen, auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern. Dazu kommt noch ein Auditorium mit etwas mehr Platz. Also wir glauben nicht, dass wir mit diesem Angebot jetzt hier dort wesentlich zu einer Veränderung beitragen werden. Aber natürlich ist uns das bewusst, dass viele Menschen dort besorgt sind. Und das nehmen wir sehr ernst. Also wir können ja nur das machen, was unseren Campus auszeichnet. Also wir können Angebote machen für Weiterbildung, für die Gemeinschaft der Startups zusammenzukommen, sie übrigens auch zu vernetzen mit anderen Campuszentren weltweit. Wir setzen uns sehr stark ein für Diversität, für Inklusion. Wir machen Programme für Flüchtlinge, wir machen Programme für Frauen in IT. Wir bieten ein Programm an, speziell für Mütter. Campus for Moms genannt. Das ist unsere Stärke, also da können wir einen Beitrag leisten, aber wir können keinen Einfluss auf den Berliner Mietwohnungsmarkt nehmen. Das wäre jetzt etwas viel verlangt.